In your face! In your face! In your face! In your face! Yeah! Was? Hallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham City. Und ihr wisst natürlich, nur echte Männer schreien wie kleine Mädchen. Wir sind wieder zurück im GCPD-Gebäude und müssen jetzt das Blut von Ra's al Ghul zu Mr. Freeze bringen. Ja, und wir haben ihn hier gerade schon gehört eben. Er ist nämlich hier vorne gleich und dann gehen wir gleich mal zu ihm. Wenn das vorbei ist. Beeindruckend, Batman. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Ich halte meine Versprechen, Victor. Das solltest du mittlerweile wissen. Die Formel ist vollständig. Der Verbindungsprozess war anscheinend erfolgreich. Wie fühlst du dich? Du siehst schlecht aus. Gib es mir. Ich fürchte, das geht leider nicht, Batman. Du kommandierst mich nicht länger herum. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. Ich denke schon. Der Clown hat meine Frau. Du wirst sie mir zurückbringen. Ich glaube nicht, dass du das tun willst, Freeze. Doch, ich glaube, ich will. Entweder du bringst mir Nora, oder du stirbst. Du bist jetzt in meinem Reich. Oracle, Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Wie kriege ich denn jetzt? Okay, wie zum Teufel kriege ich denn jetzt? Du kannst dich nicht ewig verstecken, Batman. Ich weiß nicht, wie ich den kriegen soll, Mann. Hier steht ja nichts. Ich kann doch da nicht hoch. Kannst du dich nicht verstecken? Das ist meine Welt. Okay. Ich sehe schon, das wird kein leichter Kampf, Leute. Ich werde dich immer finden. Okay, das ist nicht gerade wirklich motivierend hier, was er von sich gibt. Ach, du Scheiße, wie kriege ich den jetzt? Sie hat da ganzen Statuen von seiner Frau wahrscheinlich. Wo ist er denn? Da oben ist er jetzt. Mit was kann ich ihm denn wehtun? Dass meine Frau fort ist, wird der Clown büßen. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Gut, ich bekomme gar keine Tipps, wie ich den irgendwie kriege. Okay. Ich versuche ihn vielleicht hiermit irgendwie dann zu kriegen. Oh, meine Nase juckt, Leute. Ich weiß nicht wieso, aber sie juckt. Okay, keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Okay. Gut, gut, gut. Ich werde jetzt schauen, dass er da vorbeigeht. Und ihn dann hier das verpassen. Nein. Kann ich ihn dann hauen? Ja. Also war das schon richtig von mir, was ich hier mache. Das war richtig, Leute. Okay. Wunderbar. Dann muss ich ihn eigentlich immer nur hier schön vorbeilocken an diesen Dingern da. So, dann muss ich einfach nur warten, bis er hier vorbeikommt. Das ist alles, Leute. Yep. Ich habe mir schon gedacht, dass das so geht. Gar nicht mal so schwer eigentlich. So, komm schon, Mr. Freeze. Folge meinen Blutspuren. Fußspuren. Blutspuren zum Glück noch nicht. Aber das kann sich ändern vielleicht. Hm?
Na, komm schon, Freeze. Ich hau da ins Gefries, Freeze. Das werden nur die Österreicher verstehen jetzt. Ich finde dich und bringe dich um. Und leg dich um. Ja, ja. Ihr werdet mich nicht finden, ihr Kackdinger. Ihr werdet mich nicht finden. Habe das gespürt. Das war noch gar nichts. Beim nächsten Mal bist du tot. Okay. Meinst? Fuck, hat es vereist. Er ist zu gefährlich. Shit, er hat es vereist. Holy shit. Ist nicht nett. Wie kriege ich das Eis denn wieder weg da? Fuck, wie kriege ich das Eis da weg? Explosivkill? Nee, ich glaube nicht mit Explosivkill. Nee, sicher nicht sogar. Nein. Scheiße, da hat das vereist. Wie kriege ich das wieder los, das Eis? Shit! Das gefällt mir gar nicht, du Arsch. Kriege ich das wieder weg? Nee, den Seilwerfer will ich nicht brauchen. Distanzsturmladung. Ah, Mann, ey. Wieso hat er das gemacht, der Arsch? Wie kriege ich denn jetzt? Geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Wie kriege ich das Eis weg? Dieser Raum wird dein Grab sein. Hm. Okay, dann locke ich ihn mal da rein. Oh oh. So, komm hier rein. Komm. Ah, fuck. Aber jetzt weiß ich, was ich als nächstes machen muss, um Mr. Free Science auf die Gosch zu geben. Also aufs Maul zu geben. Jetzt weiß ich, was ich als nächstes machen muss. Der kalte Tod, Batman. Ja, ja, der kalte Tod. Schon gut, Mann. Schon gut. Ich weiß jetzt, wie ich dich kriege. Ich weiß jetzt, wie ich dich kriege. Ich muss nur ein bisschen besser aufpassen. Du bist jetzt in meinem Reich. Oracle Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. So, holen wir ihn gleich hier. Denk an das, was beim letzten Mal beschaut. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch. So, dann holen wir ihn gleich jetzt hier. Du Blechbüchse, du. In your face! So, jetzt locke ich ihn hierher. Und sobald er dann da ist, benutze ich das. Ah ja, schon gut. Okay. Da oben ist er jetzt entlang. Ne, hier soll es der lang, Mann. Wo bist du hin? Das macht jetzt keinen Sinn. Hier bin ich, du Arsch. Ja, 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 meine Körperwärme wird mich verraten. Schon gut, Mann. Ich weiß ja, dass du nur kuscheln willst, Reese. Ja, ja. Jetzt komm her und halt die Gosch, du Trottel. Komm her. Ah, toll, hat's schon vereist. Hat's schon vereist. Und raus, weg hier. Juhu, sliden, bringen. Nach meiner Frau helfen soll. Jetzt wirst du hier sterben. Ich Ich muss ihn da irgendwie hinlocken. Wo ist er jetzt hin? Shit, da ist er. Hier, komm. Ja. Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Ja, jetzt komm. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinbekomme, sonst bin ich am Arsch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Haha! Jawohl! Aber das war nicht einfach, Leute. Ich habe ziemlich viel abbekommen gerade. Ich habe gerade wirklich sehr, sehr viel abbekommen und das ist wirklich nicht gut. Du auch? Ja. Na klar. Hat er das jetzt vereist? Ja, hat er.
Okay, dann muss ich jetzt also wieder was anderes finden hier in diesem Raum, womit ich den irgendwie kriegen kann, weil wenn er hier die ganzen Sachen da vereist, ist das ein bisschen blöd. Und dann kann ich hier explosiv gehen? Ne, da kann ich keinen. Okay, irgendwas muss es hier doch noch geben, Leute. Ich muss mich hier ein bisschen besser umsehen. Irgendwas muss es hier noch geben, was ich machen kann. Aber was? Wo ist er denn überhaupt? Drüben ist er. Geh vielleicht hinein. Kann er sein? Nee, sicher nicht. Nee, bestimmt nicht. Und wieder drin vielleicht irgendwas. Muss ich mal schauen. Versteck dich nur, Batman. Ich finde dich und bringe dich um. Ja, ich habe auch die Befürchtung, dass du mich finden wirst und umbringen wirst, Mann. Ich weiß es. Ich weiß, dass es so sein wird. Weil der ist wirklich stark. Den Kalten kannst du dich nicht verstecken. Das ist meine Welt. Kannst du versuchen, oder? Okay, vielleicht kann ich ja von hinten irgendwie ran bei dem. Oh shit, der kommt. Wo bist du hin? Oh oh. Du bist bis zu laut, Batman. Diesen Fehler. Sofort verschwinde. Lass mich. Yes, ich kann es ihn auch von hinten geben. Haha. Wunderbar. Ich kann ihn also hier immer schön irgendwie reinlegen und von hinten angreifen. Das ist wunderschön. Das heißt, ich kann das doch noch irgendwie... Ah, warte mal. Ich hätte noch in die Gosch geben können, oder? Warte mal, warte mal. Soll ich das noch machen schnell, oder? Nee, sollte nicht. Sollte ich lieber nicht. So, such nach meiner Wärme. Komm schon. Komm schon. Komm her! Ich hole mir dich wieder von hinten. Ich höre dich, Batman. Ja, ja, ja. Und ich komme gleich von hinten. Das hörst du nicht. Ja, doch. Doch, doch, doch. So, jetzt gibt's wieder die Fresse. Oh ja, oh ja. Ich hätte davor schon viel mehr auf die Fresse hauen können, aber ich hab's nicht, weil ich's nicht gewusst hab. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Das ist eigentlich komplett easy. Das ist eigentlich gar kein Problem. Kriegst du mich nicht nochmal? Meinst du? Hallo? Warte mal, ich könnte noch eigentlich... Nee, jetzt kann ich, jetzt kann ich, jetzt kann ich, jetzt kann ich. Oh shit, scheiße. Zu klug, um zweimal auf den gleichen Angriff reinzufallen. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Du gehörst mir. Und jetzt hat er hinten... Oh shit. Hat er nämlich hinten auch seine Panzerung. Vielleicht kann ich ja irgendwas um die Ecke machen. Das ist jetzt mein letzter Versuch, den ich machen kann, Leute. Weil jetzt kommt er. Und wenn das jetzt nicht mit der Ecke irgendwie hinhaut, dann bin ich am Arsch. Ja, geht nicht. Ich muss ständig meine Taktik ändern. Ich werde Freeze nur mit Überraschungsangriffen besiegen können. Ja, ich weiß. Vielleicht hätte ich mir das zum Schluss behalten sollen, das mit dem Attackieren. Kann sein, vielleicht hätte ich am Anfang nur normal angreifen sollen. Also ohne jetzt hier das Ganze, was ich hier benutzt habe. Und erst dann. Oh, shit. Weil ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr, was ich machen kann. Da kann ich ihm seine Distanzsturmladung verpassen. Ja, dafür sollte ich auch mal treffen. Oh. Ich sehe dich. Nee, das tut ihm nichts. Scheiße. Das tut ihm alles nichts. Oh, fuck. Das tut ihm alles nichts. Was soll ich jetzt machen, Mann? Scheiße, was muss ich jetzt machen? Okay, struktureller Schwachstelle. Obwohl er einen guten Schutz bietet, hat der Anzug von Freeze eine Reihe voller gleichzeitigen Treffern kaum etwas entgegenzusetzen. Wenn Freeze in eine zusammenbrechende Struktur gelockt wird, macht ihm das auf Stelle bewegungsunfähig. Ah. Ah, okay. Gut, dann mache ich das jetzt schnell. Wow! Du kannst okay. Nicht ins
verstecken, Batman. Ja. Ich muss ihn jetzt aber erstmal hier hinlocken. Ich muss ihn erstmal zu so einer blöden Mauer hinlocken. So, hier. So, Explosivgel. Dann machen. So, komm. Okay, Freeze. Okay, er kommt. Unten durchsliden. So, wunderschön. Und dann hier das Explosivgel zünden, wenn er dann davor steht. Oh shit, er steht aber nicht da davor, sondern... Okay, so geht's auch. Naja, egal. Mich hat's aber auch nur erwischt. Scheiße. Ich verwandle dein Blut in Eis. Okay. Wenn du unbedingt auf Bock hast, dann mach's. Aber ich weiß jetzt, wie der Bossfight geht. Ich weiß jetzt, wie er geht. Ich werde ihn jetzt platt machen, Leute. Weil jetzt habe ich gesehen, dass es da ein paar Taktiken gibt, die man anwenden kann. Und die erste ist natürlich hier mit diesen. Oracle Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetrie-Signal von seinem Anzug. Oh, schnell. Kein Problem. Ah, zu spät. Denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen Wurfkampf ankommen. Er ist zu mächtig. Ich weiß, dass er mächtig ist. Leite sie weiter. So, machen wir hier gleich Explosivgeld dran. Weil ich es halt hier ein bisschen vorbereiten müssen. Machen wir zuerst hier Explosivgel? Oh, wo ist er denn? Er kommt schon. Ja, dann komm hier vorbei, mein Freund. Komm ruhig hier vorbei. Ja, und... Yes. Wunderbar. Und dann bekommst du in die Fresse! Yes! So. Explosivgel Nummer 1. Wenn er hier dann rauskommt, bekommt das dann mit, dem Strom. So. Yes. Das ist dann Nummer 2. Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Und in your face. Wunderbar. So, dann habe ich hier die Nummer 2 gleich ausgenutzt. Wo war hier noch eine Mauer? Ich glaube... hier oben, aber das bringt sich nichts. Okay, gut. Das nächste werde ich ihn jetzt mal von hinten packen. Solange, bis es halt geht. Und dann werde ich schon wieder was anderes herausfinden. So, jetzt kommt er. Gut, und schnell raus da, schnell. Ich dachte, du wärst so leise. Hab mich wohl gehört. So. Und geräuschloses Ausschalten. Ja, na klar, was nein? Da gibt's kein Nein. So, komm. Yes. Jawohl. Zum zweiten Mal in die Fresse. Ich kann das nochmal einmal machen und dann setzt er erst seinen Schutz ein. Erst einmal geht das noch. Damit kriegst du mich nicht nochmal. Okay, nee, er hat schon eingesetzt. Okay, damit kriege ich ihn also nicht nochmal. Gut, dann werde ich ihn jetzt mit einem Seilwerfer holen. So. Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll, aber... irgendwie wird das schon gehen. Was? Dieses Gewahr? Yes! Nein! Wunderbar. Ich hoffe, dass es nochmal geht mit dem Seilwerfer. Das wäre cool, wenn es nochmal gehen würde. Dann muss ich mir nicht noch was einfallen lassen. Okay. Du solltest mal in Ausrüstung investieren, die deine Position nicht verrät. Ja. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt hier vielleicht das noch benutzen kann. Diese Stromladung, aber ich glaube, nein. Werde ich nicht können. Gut, lass mich nochmal gucken hier bei der Analyse, was man denn noch machen könnte. Ist ja nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen Inspiration holt. Freezes, eingeschränkte Sicht verlässt ihn gegen Überraschungs-, Vorsprung-, Griffattacken schutzlos werden. Okay, dann machen wir das auch mal. Okay, dann machen wir das. Machen wir das als nächstes, weil er wird dann hierher kommen. Dann werde ich dann darüber klettern. Zur Seite und hinter mir schnappen. Ganz easy. So. Oder auch nicht. Wo bist du hin? Oh, nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Okay. Nee, wisst ihr was? Benutzen wir das unten hier noch. Nutzen wir das hier, Leute. Komm, spring runter da, du Trottel. Komm. So.
Sehr schön. Das wird dann auch gleichzeitig das letzte sein. Ich glaube, jetzt habe ich ihn nämlich. Ja, ich habe ihn. In your face! In your face! In your face! In your face! Yeah! Was? Das sah gerade aus wie Joker. Das ist aber nicht nett. Bitte, finde Nora. Sie ist alles, was ich habe. Hättest gleich bitte gesagt, dann hätte ich es auch gemacht. Bevor ich dich verhauen habe. Es ist aus. Mehr konnte ich davon nicht herstellen. Harley Quinn hat es gestohlen. Worauf wartest du dann noch? Geh und hol es zurück. Der Clown muss für das, was er getan hat, bezahlen. So einfach ist es nicht. Joker hat das Stahlwerk abriegeln. Erst kämpfen sie, dann labern sie. Das wird nicht einfach sein. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe an einem neuen Projektiltyp gearbeitet. Vielleicht verschaffen sie dir ja den nötigen Vorteil. Ich verspreche es dir, Victor. Ich werde Nora finden. Ja. Ein Freeze-Schuss haben wir gelernt. Ein Hochenergieprojektil im negativen Temperaturbereich, das bei Aufprall detoniert. Einsetzbar, um Wasser in einem festen Zustand zu versetzen oder Angreifer zu lähmen. Alles klar. Ja, erst kämpfen wir gegen Freeze und dann sind wir wieder Freunde. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Wir werden einen kleinen Cut machen, Leute, und sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.